Vielen Dank, ich habe ja noch gar nichts gemacht. Hört ihr mich alle gut? Ich höre mich selber kaum, aber muss ich auch nicht. Ich habe es von den Workouts immer so, ist besser. Weiß irgendwer gar nicht, wer ich bin? Immer ehrlich. Alles klar, ich bin die Freundin von Darius, wie man sich vielleicht schon denken konnte, seit 4,5 Jahren mittlerweile. Aber ich bin nicht nur das, ich mache noch andere Sachen in meinem Leben. Die, die mich kennen, wissen schon, was jetzt kommt. Die, die mich nicht kennen, werden gleich mächtig überrascht sein. Ich habe meinen Vortrag genannt, Entdecke die Göttin in dir. Was ich damit sagen möchte und was für mich die Unterscheidung zwischen einer Heldin und einer Göttin ist, ich will gar nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, aber ich finde, eine Heldin ist, was man wird durch seine Taten. Man kann heroische Taten begehen und dann wird man zum Helden. Etwas Göttliches, ob man jetzt religiös ist oder nicht, ist völlig irrelevant. Aber etwas Göttliches, das kommt aus dir selbst. Das ist angeboren und das ist dein persönliches Strahlen, dein persönliches Licht, das du rausstrahlen kannst. Und genau das möchte ich heute mit euch rausfinden. Wie wir das machen, erkläre ich euch gleich. Vorher erkläre ich nochmal, wer ich eigentlich bin und warum zur Hölle ich hier stehe und euch Sachen erklären soll. Die Antwort auf die Frage, wo ich bin, ist in dem Fall eingeklemmt in unserer Balkontür. Und ja, das ist mein Lieblingsoberteil, ich trage das oft. Was ich sonst in meiner Freizeit mache, sind maßgeblich oder gemacht habe, sind drei Sachen. Ich habe eine Trainerlizenz, eine C-Trainerlizenz im Eiskunstlaufen. Erzähle ich später mehr zu. Ich bin Tänzerin der Flying Steps Academy seit 2016, roundabout. Erzähle ich später mehr zu. Und ich habe einen YouTube-Channel mit dem phänomenalen Namen Freier Bewegen. Dazu erzähle ich nichts, das ist selbsterklärend. Ich habe einen YouTube-Channel. Wie bin ich aber zu dem allen gekommen? Welcher Weg hat mich hierhin geführt, dass ich jetzt genau hier stehe? Und der Weg war glatt. Weil, wie ich schon erzählt habe, Ballett, Kunstturnen und Eiskunstlaufen waren meine drei Hauptsportarten. Die ersten 14 Jahre meines Lebens habe ich quasi nichts anderes gemacht, nur dass ich Leichtathletik, Tennis und Klavier noch weggelassen habe, weil kein Platz. Dann hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, dass Eiskunstlaufen das ist, was ich von allem am besten konnte. Ich war 7 Jahre von den 14 waren wirklich Leistungssport. Jeden Tag Training, Seminare, Lehrgänge, Prüfungen, Wettbewerbe. Ich war nordrhein-westfälische Landesmeisterin und 5. bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften. 2007. Boah, das ist lange her. man sollte also meinen, dass ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt habe und einen fitten, gesunden Körper habe. Sollte alles laufen, alles richtig gemacht, nur Sport, richtig. Falsch. Denn ich war gar nicht so gesund, wie ich dachte. Ich hatte eine Hüftdysplasie. Das ist eine angeborene Fehlstellung der Hüfte, unter Frauen gar nicht so unhäufig. Und wenn sie schlimm ist, dann passiert das. Man wird 3-mal operiert. Bei den ersten beiden Operationen wird dir deine Hüfte 3-mal gebrochen, umgeschwenkt, neu verdrahtet. Ja, ihr zuckt zurecht zusammen, das ist auch so fies, wie es klingt. Und dann, und das ist das wirklich Fiese, dann geht man 3 Monate an Krücken. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal 3 Monate an Krücken gegangen seid. Wenn man, ich sehe schon, wenn man so lange Zeit nicht richtig laufen kann, dann schmeißt man nicht einfach die Krücken weg und sagt, let's go. Dann ist erstmal alles schlimm. Und bei mir war es halt so, 2012 hatte ich die erste Operation, 2013 hatte ich die zweite Operation, also konnte ich gerade wieder halbwegs laufen und dann war die andere Seite dran. 2014 ist auch das Jahr, in dem ich Darius kennengelernt habe. Der kennt mich noch ganz anders. Also mit auf Anhieb in den 3. Stock Treppen hochkommen, länger als 10 Minuten laufen ohne Schmerzen. Alles nicht drin. Aber wie ich halt so bin, ich habe das mit Humor genommen, weil, was soll man machen? Auf meinem Shirt steht, mir geht's gut. Das habe ich extra eingepackt, für, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Aber was mit einem passiert, nachdem man jahrelang Sport gemacht hat, auch mehr als so eine 7-Jährige, die will lieber auf den Kindergeburtstag gehen. Die sagt nicht, oh ja, bitte lass mich nur 3 Stunden trainieren. Aber wenn man Leistungssportler ist, dann ist das nicht immer die eigene Entscheidung, sage ich mal. Was habe ich also gemacht nach den ganzen OPs? Kein Sport mehr, keinen Bock. Ich habe eine ganze Ecke zugenommen. Das ist nicht das schlimmste Foto. Ich weiß nicht, ob ihr das
vielleicht von euch selber kennt, aber in seinen schlimmsten Phasen lässt man sich auch nicht so gerne fotografieren. Ich habe aber auf jeden Fall erstmal alles in der Tonne gekloppt. Ich wollte mich nicht mehr bewegen, ich hatte keinen Bock auf irgendwas. Ich habe geraucht wie ein Schlot, gesoffen wie ein Loch und McDonald's gefressen wie ein Weltmeister. Dann hatte ich diesen Kontrastunterschied, dieses mein Körper, wenn er gesund und fit ist und ich mein absolutes Potenzial ausschöpfen kann, und das. Und ich wusste, das geht nicht. Für Leute, die nie wirklich komplett fit waren, die wissen nicht, was ihnen entgeht. Aber ich wusste das. Ich dachte mir so, das geht so nicht. Ich kann doch, zu dem Zeitpunkt, 2014, war ich 23. Das konnte es doch nicht gewesen sein. Ich konnte jetzt nicht einfach für den Rest meines Lebens halbe Stunde gehen und dann wo ist die nächste Bank. War auch keine Option. Was habe ich gemacht? Angefangen zu tanzen. Ich bin in die Flying Steps Academy gelaufen, eine der besten Tanzschulen in Deutschland. Warum nicht? Und habe einfach angefangen zu tanzen. Und ich dachte, irgendwo Eisrundlaufen hast du keinen Bock mehr. So, das ist eh ein harter Sport. Du willst was Spaß macht, was mit Musik zu tun hat, aber deinen Körper bewegen, das Ganze machen. Tanzen. Ich habe 2014 da angefangen. Und 2016 habe ich meine erste große Show da getanzt, weil das einfach irgendwie alles gut funktioniert hat. Weil Tanzen eine dieser wunderbaren Sachen ist. Eiskunstlaufen muss man machen. Und wenn du mit 4 nicht angefangen hast, dann wird aus dir nichts mehr. Ich kenne Weltklasse-Tänzer. Die haben mit 24 überhaupt erst angefangen zu tanzen. Das ist etwas uns so natürlich angeboren ist, dass man damit echt jederzeit anfangen kann. Und damit auch noch ziemlich weit kommt. Hey, cooles Oberteil. Und dann wieder diese Energie, diese Lebensfreude hat, um coole Sachen aus seinem Leben zu machen und das Ganze eben auch auf einem YouTube-Channel mit anderen Leuten zu teilen. Dieser YouTube-Channel hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Über mich selbst und über andere Leute. Vor allem darüber, dass Leute das, was ich gelernt habe, auch lernen wollen. Ich dachte so, ja, okay, tanzen, ja, irgendwie cool, aber haben die da richtig Bock drauf? Sehen die den Wert? Und ja! Was mir Leute in den Kommentaren schreiben, was sie mit meinen Videos erreicht haben, was mir ein paar von euch schon gesagt haben, die meine Videos gucken, bestätigt mich auf meiner Mission, warum ich eben jetzt hier stehe und sage, hey, lass mal tanzen. Keine Sorge, jetzt noch nicht. Aber kommt noch. Warum aber tanzen? Warum gerade tanzen? Was kann tanzen, was Tennis oder Fußball oder andere Sportarten nicht in diesem perfekt Gesamtkommen? Paket haben. Ich habe mir spontan mal überlegt, was mir da alles so einfällt. Körpersprache, Kreativität, Dehnung, Koordination, Muskelaufbau und zwar ein ausgeglichener Muskelaufbau. Ich mache nicht wie beim Tennis immer alles mit derselben Hand, sondern ich mache alles, was ich rechts mache, mache ich auch links. Sehr wichtig. Gedächtnistraining. Schon mal versucht, eine Choreo zu merken? Ich kann mir Choreos, wenn ich eine Choreo in meinem Kopf habe, ich weiß sie ein Jahr später noch. Das ist Wahnsinn. Ausstrahlung. Ich tanze ja nach draußen. Ich sage immer, Fußballspielen ist einfach, weil die können aussehen, wie sie Bock haben. Die können da auf den Rasen rotzen und es interessiert keine Sau. Aber als Tänzer, je schwerer es wird, desto einfacher muss es aussehen. Das schult einen wahnsinnig viel. Rhythmusgefühl. Ist klar, ne? Haltung verbessern. Wie geht überhaupt die Grundhaltung? Sprechen wir drüber. Kondition. Klar, wenn ich mich viel bewege, kann ich mich dann länger bewegen. Man kann seine Emotionen ausleben. Wie oft habt ihr diesen Moment, wo ich denke, ich kann das jetzt gerade nicht. Wenn ich schlecht drauf bin, ich behalte es in mir drin, ich muss das nicht sofort ausleben. Dann setze ich meine Kopfhörer auf, gehe bei mir auf den Balkon und fetze los wie sonst was. Und danach habe ich diesen Zen-Moment, dieses, okay, jetzt kann ich mit der Emotion umgehen. Wahnsinnig wichtig, kann kaum eine andere Sportart. Selbstbewusstsein stärken. Ein Tänzer will ja gesehen werden. Ich stelle mich ja nicht hier hinten in die Ecke, kann ich auch machen. Aber in der Regel ist es ja so ein Look at me. Es ist die einzige Verbindung von Sport und Kunst, die mir persönlich bekannt ist, Eiskunstlaufen ausgeklammert. Es hilft bei Depressionen. Ich musste damit zum Glück selber noch nicht kämpfen, aber ich habe von vielen gehört, dass ihnen gerade Tanzen in dieser Lethargie, in dieser Energielosigkeit, die man bei Depressionen hat, geholfen hat, wirklich dieses innere Feuer wieder zu entfachen. Es ist gelenkschonend, was für Menschen wie mich sehr spannend ist und vielleicht für einige von euch auch, weil es wirklich einfach sehr weiche Bewegungen sind. Man hüpft nicht ganz hart, sondern man federt alles schön in den Knien ab. Und das ist ein großer Schutz vor Alzheimer und Demenz. Es ist tatsächlich mit Studien belegt, dass
die Art und Weise, wie Tanzen das ganze Gehirn durchenergetisiert, alles durchballert und auf fit und auf Trab hält, was da so los ist. Und dann eben Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz unwahrscheinlicher werden. Ich sage nicht, Tänzer können das grundsätzlich nicht bekommen, aber es macht das Ganze verdammt viel unwahrscheinlicher. Warum also sollten wir tanzen? Wenn man mich nach meiner Meinung fragt, dann ist das die Antwort. Jeder Mensch ist ein Tänzer. Mir ist völlig egal, wie ihr das jetzt gerade seht. Aber so wie jeder Mensch gerne Musik, kennt ihr irgendeinen Menschen, der sagt, nee, Musik höre ich nicht. Klar, unterschiedliche Musik, natürlich. Auf unterschiedliche Art und Weise, na klar. Aber niemand hört keine Musik und niemand will nicht tanzen. Es gibt Leute, die würden gerne, das bricht mir das Herz, wenn ich Leute sehe, die, oh, sie würden gerne und haben auch Lust, aber trauen sich doch nicht. Und ich sehe diesen Struggle und ich denke, ach, mach einfach, bitte mach. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Aber hey, das werden wir alles noch rausfinden. Aber die Frage ist jetzt halt, wenn Tanzen doch so toll ist, warum tanzen wir so wenig? Überlegt mal kurz. Vielleicht habt ihr, also für mich, ich kann mir Sachen überlegen, was Leute dazu motiviert, aber was meint ihr, warum machen wir es nicht einfach? Was hindert uns? Zeit. Scham. Ablenkung. Angst vor Bewertung. Was denken die anderen? Zu wenig Übung, zu wenig Zeit. Was man nicht macht, macht man nicht gut. Was ich nie mache, mache ich nie. Das ist ja ein Teufelskreis. Es gibt nicht genug Anlässe. Vielleicht gehe ich nicht gerne in die Disco. Vielleicht denke ich so, wo soll man denn tanzen gehen? Wie gesagt, ich bin auch nicht der größte Disco-Fan, weil es auch kein Platz zum Tanzen. Ja. Ne? Furchtbar, oder? Und immer hast du eine Kippe im Arm. Ätzend, wirklich. Und eine ganz wichtige Sache, die mir als Tänzerin immer wieder einfällt, zu wenig Inspiration. Wenn wir daran denken, an was war das letzte Tanzen, was ihr gesehen habt? Möglicherweise Beyoncé perfekt in einem Musikvideo, Booty shaken. Klar, wenn das meine einzige Vorstellung von Tanzen wäre und wenn ich denke, okay, das ist Tanzen und alles andere ist kein Tanzen, dann würde ich es vielleicht auch lassen. Also, Fazit, wir tanzen zu wenig, weil wir so wenig tanzen. Das ist so eine Abwärtsspirale. Wir machen es nicht, weil wir machen es nicht. Und deswegen machen wir es nicht. Aber heute machen wir mal.